ग्रूस कोर चाले सुसामन इसे हाई सी गन सर्चली विलकोमन बाय उन्सरम सोंडाग्स इनपुल्स हॉयटे इस देर फुन फुन स्वान सिस्टे सोंडाग इमियारस क्राइस्ट und das Thema an diesem Tag lautet Nachfolge ist ein Lernprozess. Das bedeutet, Glaube fordert. Es ist schwer, den Glauben so zu leben, wie es Jesus gewünscht hat. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 30 bis 37. Jesus verließ mit seinen Jüngern diese Gegend und zog durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern noch viel zu erklären. Der Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein, sagte Jesus. Sie werden ihn töten. Aber wenn sie ihn umgebracht haben, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Doch die Jünger verstanden nicht, was er da sagte und trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Doch sie schwiegen verlegen, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste sei. Jesus setzte sich, rief die 12 Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Er rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und schloss es in die Arme. Dann sagte er, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Liebe Schwestern und Brüder, im Evangelium führt uns Markus nach Galiläa. Jesus suchte mit seinen Jüngern die Einsamkeit, denn heute möchte er den Jüngern erzählen, was ihm bevorsteht. Er wird leiden müssen, sagt er. Ja, er wird sogar sterben. Am 3. Tag aber wird er auferstehen. Die Jünger verstehen ihn nicht. Sie merken, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Aber das, was Jesus erzählt, macht Angst und löst Abwehr aus. Darum wollen die Jünger gar nicht näher fragen, so bleiben die Worte ein Geheimnis. Jesus ist mit seinem Tod beschäftigt. Das ist auch kein Thema, das Begeisterung weckt. Keiner möchte sich mit ihm darüber unterhalten. Das kennt wohl jeder. Es ist einem persönlichen etwas wichtig. Ein Problem, eine Krankheit oder andere Sorgen und es gibt niemand, mit dem man darüber sprechen kann. Es wird einfach überhört. Bei den Jüngern war es ja auch so, nur nichts fragen. Dadurch hörten sie nur, was Jesus über seinen Tod sagte, hörten aber nicht die Hoffnungsbotschaft von der nahen Auferstehung. Doch
Die Jünger hatten etwas ganz anderes im Kopf. Sie träumten von Macht und Größe. Sie hofften auf einen guten Posten im Reich Gottes. Sie verstanden Jesus einfach nicht. Vielleicht schütteln wir innerlich den Kopf über die Jünger. Doch erlauben Sie mir die Frage, sind wir um so vieles anders als Sie? Verstehen wir Jesus? Der Größte sein zu wollen und den Ton angeben, so fremd ist dieses Bestreben doch nicht. Jesus merkte, mit was sie sich beschäftigt hatten, doch er tadelte sie nicht. Nur der Weg, den Jesus meint, verläuft anders, nämlich als letzter der Diener aller Zeiten. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Da gehört schon Mut dazu, sich ganz hinten anzustellen. Weiß ich dann, ob ich nicht doch leer ausgehe? Wie wir zu der Haltung finden, nicht um jeden Preis groß sein zu müssen, verdeutlicht Jesus durch eine Zeichenhaltung. Er stellt ein Kind in die Mitte. Er macht uns deutlich, dass er uns in den kleinen, geringen begegnet. Ein Kind vertraut, dass es das Notwendigste ohne Gegenleistung geschenkt bekommt. Es ist klar, was Jesus uns sagen will, aber praktisch tun wir uns immer wieder schwer mit dem letzten Platz. Der französische Philosoph Maurice Blondel schreibt: Ich ging an einem Nachmittag in Paris über eine der belebtesten Straßen. Da kam ein kleines Mädchen auf mich zu, mit einem abgetragenen Kleid und laufender Nase und bat mich, bitte mach mir meine Schuhe zu. Wie auf Befehl kniete ich mich hin und band die Schuhe zu. Als ich aufschaute, war das Kind verschwunden. Die Leute schauten mich an. Ein erwachsener Mann kniend auf der Straße. Langsam erhob ich mich und ich musste an die Bibelstelle denken. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Das Evangelium ist und bleibt eine Provokation an jeder und jeden von uns. Wie ernst wir die Worte Jesu nehmen und wie weit sie unseren Alltag und unser Leben prägen, als Einzelne, als Glaubensgemeinschaft, als Gemeinde und als Kirche. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Der Ehemann kommt total erschöpft von der Arbeit nach Hause und sagt zu seiner Frau: Das war vielleicht ein anstrengender Tag heute. Mein Computer war abgestürzt und ich musste alles selber denken. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch
und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!